Ich wurde zum letzten Oberhaupt von Indien ernannt und ich werde diese Aufgabe mit großem Stolz erfüllen. Du gibst einem Volk sein Land zurück. Wie schlimm kann das schon werden? Du bringst die Zukunft. Wir tun das. Dann sollten wir es wohl nicht verpatzen. Ich heiße Jeet, Sir. Er ist neu im Palast. Da haben wir ja etwas gemeinsam. Denken Sie, Indien ist bereit, sich selbst zu regieren? Wir haben von den Besten gelernt. Von nun an werden mehr Inder, und zwar aller Glaubensrichtungen, an unserem Tisch Platz nehmen. Wir können vieles ändern. Wir müssen es. Unbedingt. Das wird zu viel für dich. Zu viel für dich, meinst du? 300 Millionen Hindus und Sikhs wollen ein geeintes Indien. 100 Millionen Moslems wollen das nicht. Tanz mit deinen eigenen Leuten. Meinen eigenen Leuten? Pass auf, was du sagst. Beruhigt euch! Neue Nationen werden selten friedlich geboren. Was wir brauchen, ist ein sauberer Schnitt. Das wird ein Axthieb, der quer durch das Leben der Menschen geht. Unabhängig von ihren Differenzen haben alle Inder doch eines gemeinsam. Das wäre? Sie wollen uns endlich loswerden. Dein Vater hat mich gelehrt, dass die Zukunft das ist, was wir daraus machen. Wir sind Brüder mit einer gemeinsamen Seele. Uns nach Religionen zu trennen, ist gegen den Willen Gottes. Ohne Frieden werden alle anderen Träume schwinden. Sie werden zu Schutt und Asche. Vater! Indien ist wie ein Schiff in Flammen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir beide gehören zusammen. Sie haben mich benutzt, mich und meine Familie. Wir kamen, um Indien die Freiheit zurückzugeben, nicht um es zu zerstören.